Makramee-Federn sind ein Trend, den man momentan wirklich überall sieht. Aus den flauschigen Schmuckstücken kann man aber nicht nur tolle Wandbehänge oder Schlüsselanhänger selber machen, sondern zum Beispiel auch Ohrringe, mit denen ihr jedem noch so simplen Outfit einen wunderbaren, leichten Hippie-Flair verleihen könnt. Ich zeige euch heute, wie ihr diese Ohrringe selber machen könnt. Und dafür braucht ihr folgendes Material. Einmal ein Lineal, dann einen Baumwollgarn, der aus einzelnen Fasern besteht, mit ca. 1 mm Durchmesser, eine Bürste, zum Beispiel eine Tierbürste, eine Nagelschere sowie Ohrhaken. Und die Ohrhaken habe ich in Gold gewählt, aber ihr könnt natürlich jede Farbe nehmen, die euch gefällt. Schnappt euch zuerst den Baumwollgarn und schneidet euch ein ca. 20 bis 30 cm langes Stück ab. Und fädelt auf diesem Baumwollgarn den Ohrhaken auf, den ihr mittig auf diesem Stück platziert. Dann schnappt ihr euch wieder den Baumwollgarn und schneidet nun ungefähr 18 Stücke in 9 bis 10 cm Länge ab. So, und im nächsten Schritt geht's ans Knüpfen. Schnappt euch wieder das lange Stück Garn und legt es euch so hin, dass der Ohrhaken nach oben zeigt. Dann nehmt ihr euch das erste kleine Stück Garn, legt es zur Schlaufe und schiebt es von rechts unter das doppelte Garn. Nehmt euch ein zweites Stück, legt es ebenfalls zur Schlaufe und fädelt es links durch die erste Schlaufe durch, über den Garn und fädelt dann die beiden Enden der ersten Schlaufe durch die zweite Schlaufe. Ich zeige euch das natürlich auch nochmal im Detail, dann könnt ihr es vielleicht nochmal besser nachvollziehen. Also von rechts unten unter das Garn legen, dann die zweite Schlaufe nehmen, durch die Öse fädeln, über den Garn legen und die beiden Enden der ersten Schlaufe durch die Öse der zweiten Schlaufe fädeln. Schön festziehen und dann den entstandenen Knoten einfach nach oben schieben. Und das Ganze macht ihr jetzt eben insgesamt 9 Mal, bis ihr alle einzelnen Garnstücke verknüpft habt. Macht euch am besten ein gutes Hörbuch an oder legt eine gute Playlist auf. Nun müssen die einzelnen Enden aufgefriemelt werden in ihre einzelnen Faserbestandteile. Das geht natürlich auch mit der Hand, aber noch einfacher wird es, wenn ihr eine Bürste nehmt. Ich habe eine Tierbürste verwendet mit einer Drahtseite und einer Bürstenseite. Und damit dann ganz einfach die Enden der Feder oder das, was einmal Feder werden soll, aufgebürstet. Im nächsten Schritt schnappt ihr euch dann die Nagelschere und beginnt damit, die Form der Feder zurechtzuschneiden. Am besten ist es, wenn ihr erstmal nicht zu viel wegschneidet, sondern euch nach und nach an die Federform rantastet und auch zwischendurch immer mal wieder die Feder glatt streicht oder kämmt, um zu schauen, wie sie eigentlich aussieht und wie viel ihr noch wegnehmen müsst. Es kann auch einfacher sein, wenn ihr euch die Feder hinlegt und dann zurechtschnippelt. Dann habe ich noch ein kleines Geheimrezept für euch, was ihr optional verwenden könnt. Und zwar habe ich eine Sprühspülung für die Haare genommen. Liquid Silk heißt diese Sprühspülung in diesem Fall und habe damit die Feder eingesprüht und anschließend trocknen lassen, weil dadurch bekam die Feder nochmal ein besonders schönes, flauschiges Finish. Wenn die Feder getrocknet ist, könnt ihr nun im allerletzten Feinschliff nochmal die Härchen, die Fasern in Form stutzen. Und wenn ihr nun die erste Feder gebastelt habt, dann fehlt natürlich noch eine zweite, obwohl man natürlich auch nur einen Ohrring tragen kann, also wie ihr mögt. Ich habe natürlich 2 Federn gebastelt. Wenn ihr die Feder nicht klassisch Naturfarben haben möchtet, könnt ihr übrigens auch Stickgarn verwenden. Den gibt es in allen möglichen Farben. Dann könnt ihr zum Beispiel auch orangefarbene oder grüne Federn basteln, je nachdem, wie es euch gefällt. Ich finde das Ergebnis auf jeden Fall sehr schön
Die Ohrringe machen mir gerade richtig Lust auf den Sommer und ich trage sie total gern. Ich hoffe, euch hat das DIY gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, diesem Video einen Daumen hoch gebt und auch mal auf meinem Instagram-Kanal oder auf meinem Blog vorbeischaut.